Herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Wen haben wir denn hier? Der Schulleiter? Von Hogwarts von vor 100 Jahren? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fig. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Ein Vorfahre von Sirius Black? Und er hatte nicht so eine nette Familie? Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Der sprechende Hut. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Jetzt wird entschieden, welches Haus wir bekommen. Also, ich will unbedingt erkunden und ich muss dazu kurz erwähnen, ich hatte das Haus schon vorab gewählt. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Ja, und das ist jetzt kein Zufall natürlich, dass Saraza Slytherin nach Slytherin kommt. Denn ich habe die Fragen schon vorab auf einer Harry Potter Website beantwortet, meinen Account dann verbunden und dementsprechend war mir schon vorher bewusst, dass wir zu Slytherin kommen. Du gehörst nach Slytherin. Da freuen sie sich alle. Man kann natürlich auch die anderen Häuser wählen. Ich persönlich wäre wahrscheinlich eher Gryffindor oder Hufflepuff. Was wählt ihr denn für ein Haus? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja schon den sprechenden Hut befragt. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe! Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt! Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte,
ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Nun denn. Aspiration. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ich mag ja die Synchrostimme von Professor Weasley. Eine Vorfahrin von Ron und der ganzen Weasley-Family, die haben ja auch eine lange Tradition auf Hogwarts. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Und das hier ist jetzt einer der Schlafräume von Slytherin. Die unterscheiden sich von Haus zu Haus. Slytherin hier in diesem Grünton gehalten, viel dunkel. Aber dennoch sehr, sehr detailliert alles, muss man schon sagen. Das sieht wirklich gut aus, das Leveldesign. Viel machen kann man allerdings nicht. Da vorne können wir einen Apfel essen. Ah, ein paar Vitamine. Schnell mal reingesnackt. Ja, und der Namensgeber für Haus Slytherin, das war wie gesagt Salazar Slytherin. Und der ist irgendwann im 10. Jahrhundert geboren worden, also im Mittelalter. Und Hogwarts ist ja auch schon steinalt, kann man so sagen. Wir haben es ja eben erfahren, auch von alter Magie durchzogen. Ja, und der Salazar, das war nicht so ein netter Kerl. Also, der war eher ein Arsch. Der war der Meinung, dass nur Reinblüter nach Hogwarts sollten. Also, Leute, die von Muggeln abstammen, nicht Zauberern, dürfen nicht nach Hogwarts, die haben hier nichts verloren. Ist natürlich eine ziemliche Assi-Methode. Und deswegen haben die sich damals auch zerstritten, die ganzen Hogwarts-Schulgründer. Und der Slytherin ist dann abgezogen. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass der Slytherin Parsel sprechen konnte, also diese Schlangensprache, wie der Harry und der Voldy alias Voldemort, der konnte das auch. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Schöne Decke. Der neue Fünftklässler. Muss komisch sein, wenn man im 5. Jahr in Hogwarts anfängt. Wo der wohl herkommt? Wäre fast Drachenfutter geworden, wie der arme Mann vom Ministerium. Hast du gesehen, wie er am Ende der Einführungsfeier gestern einfach reinmarschiert ist? Oh, die reden über uns. Seltsam, so spät mit der Schule anzufangen. Platz machen, Leute. Lass ihn durch. Das hilft gar nicht. Und wir sollen uns jetzt vorstellen, wen haben wir denn hier? Sebastian Sallow. Kann ich dir helfen? Ah, du bist neu in der 5. Ich bin Sebastian Sallow. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fig, der zufällig dabei war. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fig gut geht. Also, wir spielen das natürlich jetzt auch ein bisschen Slytherin-mäßig, Leute. Und hier sehen wir schon Entscheidungsfreiheit. Und wir machen aber nicht jetzt böse um jeden Preis oder sowas. Wir haben schon noch einen Menschenverstand. Aber wir sagen natürlich, es war aufregend an dieser Stelle. Natürlich war es grauenvoll, aber doch auch ein Erlebnis. Interessante Betrachtungsweise. Wie seid ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Nicht alle Zauber, verstehe. Er meint die schwarzen, magischen, bösen Zauber wahrscheinlich. Und an denen sind wir natürlich auch interessiert.
Meinst du, manche Zaubersprüche werden nicht in Hogwarts gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. War schön, dich zu sehen. Viel Glück heute. Interessant, der Sebastian scheint den dunklen Zauberkünsten nicht abgeneigt zu sein. Der Stoff ist einfach viel zu umfangreich. Brauchen wir das alles wirklich? Wenn die so weitermachen, lernen wir bald sogar was über Muggel. Ja, aber wozu ist Wissen gut, wenn man wirklich darüber nachdenkt? Hier und da wird geplaudert, teilweise auch über uns. Und das hier ist der Gemeinschaftsraum. Der ist sehr speziell, weil ihr seht, das ist eine Basis. Unter Wasser, kann man fast sagen. Hast du das Badezimmer der Vertrauensschüler gesehen? Ich würde alles geben, um mal in dieser Wanne zu liegen. Ich wäre am liebsten den ganzen Tag in der... Er will unbedingt in irgendeiner Wanne liegen. Dabei sind wir ja schon in einer riesigen Wanne, wenn man so will. Hier sieht man das ganz schön. Da tummeln sich auch ein paar Fische rum. Mir gefällt der Gemeinschaftsraum auf jeden Fall sehr, sehr gut. Würde ich an deiner Stelle nicht tun. Noch nichts. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schachmatt. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin, der gestern mit Professor Fig reingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Tja, wir haben es auch so geschafft, natürlich. Wir haben es auch so geschafft. Und ich glaube, du unterschätzt Drachen. Ein Besen wäre Zunder gewesen. Ha, nicht bei meiner Flugtechnik. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Meine Großtante war eine Hufflepuff. Ich glaube, ich habe was gehört. Weil er so ruhig ist. Also im Vergleich zu den anderen. Nixen interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Ja, und das ist auch der dritte, bei dem wir uns vorstellen sollten, Ominous. Tja, ich wollte gleich damit anfangen, mir einen Namen zu machen. Du bist ganz klar im richtigen Haus. Lass mich wissen, ob ich dir in deinen ersten Tagen hier helfen kann. Doch es wird wohl kaum nötig sein. Und ihm können wir jetzt auch ein paar Fragen stellen. Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Oh, noch ein Verwandter. Was ein Zufall. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Ist der Slytherin-Neuzugang aus der 5. Klasse hier? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Die Professorin wollen wir nicht warten lassen, da gehen wir direkt mal rüber. Im Gemeinschaftsraum schauen wir eh noch öfter vorbei. Und was ich noch ganz kurz sagen will, nicht alle Slytherin, man sieht es auch hier ganz gut in den Gesprächen, waren böse. Das beste Beispiel ist der Snape, der sich am Ende ja auch irgendwie zum Guten gewandt hat.
Die Werte des Hauses sind natürlich Ehrgeiz und List und mal sehen, wo uns unsere Wege hinführen. Vielleicht werden wir abgrundtief böse, soweit das möglich ist, vielleicht aber auch irgendwann netter. Guten Morgen, sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Nice. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Das ist aber nett. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier lang. Da ist aber noch was in der Kiste. Moment, Professor, können Sie gerade mal kurz weggucken? Eine Sekunde. Oh. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Das ist offensichtlich die Haustruhe. Ich glaube, da können wir nur was lagern. Nichts ausrauben. Also. Ah, wir sind direkt neben dem Kerker, oder wie? Kerker von Slytherin. Schön. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Kommen Sie! Alles klar. Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Statue. Mal sehen, was das Handbuch darüber weiß. Revelio. Eine Handbuchseite. Diese Statue stellt den Kelpie dar, einen in Irland und Großbritannien beheimateten Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann, gewöhnlich die eines langmähnigen Pferdes. Der größte Kelpie, von dem je berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Das kennen wir alle. Das Vieh, das da sich im See tummelt. Ich glaube da nicht so dran. Okay, das ist das Handbuch. Hier sehen wir zum einen die Zauberstufe. Ja, da sind wir natürlich noch ziemlich low unterwegs. Und hier steht halt scheinbar alles drin. Aufträge, Herausforderungen und so weiter. Ich glaube aber für das Video ist das jetzt nicht so interessant. Deswegen schneide ich das ein bisschen zusammen. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Es gibt halt super viele Sammelobjekte. Da kann man sich, glaube ich, dumm und dämlich suchen. Hier jetzt leider nur die Truhe, die wir schon kennen. Aber wie gesagt, da ist einiges. Und ich bin aber eher immer hinter der Story her. Sieht schon nice aus hier, der Eingang von Slytherin, oder? Also für Harry Potter-Fans ist das Spiel auf jeden Fall was. Weil wir werden nachher auch noch die ganzen Fächer besuchen. Hab sogar mein Referat damals in der Schule gemacht. Mein allererstes über Harry Potter, Stein der Weisen. Das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Flohflammen kennen wir natürlich aus den Filmen und den Büchern und so macht das Ingame natürlich auch total Sinn. Hier gibt es dann so eine Karte und dann kann man verschiedene Orte ansteuern. Und wir wollen in die Haupthalle. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks.
Unser King's Cross sozusagen. Schön hier. Wäre gerade groß genug für mich alleine. Würde ich einziehen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Wir können Sie ja noch ein bisschen was fragen, ne? Was ist Hogsmeade, wissen wir natürlich, ne? Das Dorf. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Ja, kann ich mir vorstellen. Hogsmeade wird auch noch interessant. Orte, die wir hier hoffentlich besuchen werden, wenn ihr denn Lust drauf habt. Ja, was ist die Verteidigung gegen die dunklen Künste und was ist mit dunklen Künsten, Professor? Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche, alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Komm, wir verplappern uns mal ein bisschen, mal gucken. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figg hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figg, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Ja, ist schon vorteilhaft, wenn man auch als Schüler ein bisschen älter ist. Finde ich auch gut, dass man jetzt nicht hier in der ersten Klasse anfängt und so ein kleiner Fuzzi ist. Ich finde, Hauen sollte Zaubertränke unterrichten, nicht Scharf. Ich mag es nicht, wie oft er häufige Gifte erwähnt. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen verraten, dass wir mit Ficke unterwegs waren. So abwegig ist das. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Oh, ja, hat eine Auswirkung. Ja, Sir. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben.
Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Verfolge den Auftrag, es gibt zwei, Unterrichtsstunde Zauberkunst oder Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ist natürlich für uns viel interessanter. Deswegen nehmen wir das. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Vermute ich auch. Aber in dieser Folge dreht sich natürlich alles um die Schule und die Häuser, Slytherin und Pipapo, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen entdecken. Haben wir auf jeden Fall jetzt den Auftrag abgeschlossen und kriegen hier auch Hinweise jetzt zum nächsten Auftrag. Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das kann doch nicht so schwer sein, wie es aussieht. Oh, was ist das denn? Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo, ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Vielleicht machen wir einmal einen kleinen... Komm bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stolperst. Die Bücher über dem Typen da, wie sie da fliegen. Machen wir, Lenora. Okay, dann wollen wir erstmal... Rebellion. Was haben wir denn hier freigelegt gerade? Da irgendwas geblinkelt. Naja, hier sehen wir auf jeden Fall nur das Gemälde. Aber Lumos soll ja was gebracht haben. Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Das sieht doch ganz nach der Halle hier aus. Irgendwo die Treppe runter oder was? Das können wir natürlich auch nochmal eben machen, die kleine Mission. Hier sitzen die ganzen Schüler rum. Hier ist es nicht. Die ganzen Bilder. Ich liebe das. Wenn die bewegen sich sogar einzeln. Ey, da können wir ja theoretisch Stunden damit verbringen, sich einfach nur die Bilder anzuschauen, oder wie? Das ist schon echt cool. Das ist wirklich sehr, sehr detailliert. Also das Level-Design ist ganz großes Kino bisher. Oh, was sind wir denn da? War eben einen Geheimweg gefunden. Ah, hier müsste auch mal wieder entstaubt werden. Ein paar Spinnen eben am Start, aber hey. Grüner Frühlingsschal mit Efeu-Muster. Na dann. Ist hier runter noch? Komm, wir schauen uns mal gerade ein bisschen im Schloss um. Oh, langer Gang. Rüstung? Vor Rüstung habe ich immer Angst. Spätestens seit der letzten Folge. Da gehe ich lieber. Da gehe ich lieber mal wieder hier zur Mission zurück, sozusagen. Also, irgendwas scheint da ja an der Wand rumzulungern. Neulich saß jemand in unserem Gemeinschaftsraum, dem Dampf aus den Ohren kam. Habt ihr gehört? Da kam jemand Dampf aus den Ohren im Gemeinschaftsraum. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte.
Huch, wie habe ich die denn jetzt bekommen? Also hier ist das. Ja, ja, das. Hier der dicke Kerl vom Bild. Der war auf dem Foto. Beziehungsweise auf dem Gemälde. Okay, jetzt bringen wir die Motte wieder zurück, oder was? Jetzt hat sie uns quasi in den Zauberstab geflogen. Motte. Ha! Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Zack. Sammle Handbuchseiten in Hogwarts. 2 von 2. Herausforderung abgeschlossen. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Oh, komm, das sagen wir ihr nicht. Wohl, vielleicht hat das auch Auswirkungen. Ja, mal gucken. Das kann ich dir leider nicht sagen, Lenora. Du machst wohl Witze. Machen wir Witze? Nein. Du hättest selbst darauf kommen sollen. Ganz schön frech. Vor allem, weil ich diejenige bin, die dir überhaupt erst davon erzählt hat. Unfassbar. Du löst also ein Rätsel, das ich erwähnt habe, und verrätst mir nicht die Antwort. Ihren Platz als lästige Besserwisserin streitig machen. Ja, war gemein. Aber gut, um es mal zu testen. Und wir wollen jetzt zur nächsten Schulstunde. Da mal raus aus der Halle. Das Gelände von Hogwarts ist natürlich riesig. Also wenn die das 1:1 nachgebaut haben, war das ziemlich viel Arbeit. Muss man einfach mal sagen. Hier und da gibt es noch ein paar kleinere Bugs und Clipping-Fehler und sowas. Ich spiele aber auch eine frühe Version vom Spiel. Also mal abwarten. Das könnte man auch relativ fix rauspatchen. Auch schön hier mit dem See. Hier noch eine zerbrochene Statue. Und es gibt bestimmt jede Menge versteckte Hinweise auch in dem Game. Und ich werde bestimmt auch an jeder Menge vorbeilaufen. Also wenn ihr da was gesehen habt und so, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es nicht immer finden und nicht immer mitnehmen können. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja, das sage ich doch auch immer, ne? Deswegen mache ich auch diese Reisedokus, weil es gibt nichts Besseres. Und wenn ihr euch dafür interessiert, schaut gerne mal bei WDR Reisen vorbei oder auch auf meinem Kanal. Da ist alles verlinkt mit den ganzen Vlogs. Jetzt aber erstmal hier zum Turm der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da sind wir jetzt drin, ne? Relativ schick. Sogar mit Nashörner-Skelett. Sieht so sauber aus immer alles. Da frage ich mich gerade, wer macht das eigentlich immer sauber? Gibt es da so einen Zauberer, der zaubert alles wieder sauber oder wie? Abracadabra, Blitzi Blanki. Stupor! Stupor! Ist das alles? Pombada! Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Okay. Levioso. Kennen wir natürlich auch alle. Müssen den Speed mitnehmen, um nicht eingeholt zu werden. Und erlernt. Levioso. Das funktioniert doch wunderbar. Besser als bei denen im Film. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt?
wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Levioso. Also, gut. Gut gemacht. Bam. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Na, dann wollen wir mal. Das Levioso, bitte. Gute Technik. Ich weiß. Bam, bam, bam. Sebastian, bleib lieber liegen, Junge. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Wir lassen ihn einfach nur schweben, den Burschen. So geschickt wären. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Hat echt ein bisschen was von Draco Malfoy in cool, der Charakter. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Vielleicht werden wir auch schwarzer Magier. Mal sehen. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Ja, ja. Mit dem Sebastian reden wir jetzt auch mal. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Das sagen wir natürlich jetzt nicht. Komm, zu viel sollten wir nicht verraten. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Das klingt interessant, ja, und aufregend. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet, ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werd's mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. Das war's auch schon wieder für diese Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten. Vielleicht ist sie auch schon da. Schaut gerne meine Playlist rum und vergesst den Daumen nach oben nicht. Vielen Dank und bis dahin.